Ägypten ist wieder da. Das war auch auf der ITB in Berlin klar ersichtlich. Auf einer großen Pressekonferenz der Red Sea Tourism Investment Association und der South Sinai Investors Association wurden starke Argumente präsentiert, die den Tourismus im Land wieder enorm nach vorne bringen werden. So wurde bekannt gegeben, dass die Flughäfen Sharm el-Sheikh, Hurghada und Kairo mit modernsten Sicherheitstechnologien ausgestattet wurden und auch große Modernisierungen in die Infrastruktur investiert wurden. Die deutsche Firma Modi Vision baut bereits seit mehreren Monaten sogenannte Biometrie-Gates auf, um höchste Sicherheit bei den Personenkontrollen zu gewährleisten. Sogar der Minister für zivile Luftfahrt war zur Pressekonferenz nach Berlin gekommen, um zu unterstreichen, dass gerade enorme Investitionen in die Struktur der ägyptischen Flughäfen fließen. Actually, the situation at the airports of Egypt cannot be described by any person. It can only be seen by people. Aktuell kann die Situation an den Flughäfen in Ägypten kaum beschrieben werden. Die deutschen Touristen können dies am besten wiedergeben, die bereits unsere Flughäfen erlebt haben in den letzten Wochen. Wir haben viele Dinge modernisiert und erneuert. Wir haben Terminal 2 in Kairo eröffnet. Wir können rund 2 Millionen Passagiere mehr in Sharm el-Sheikh abfertigen. Wir bauen ein neues Terminal am Flughafen Alexandria. Und wir haben Startbahnen modernisiert. Wir haben eine Menge investiert, um den neuen Aufschwung an Passagieren gerecht zu werden. Weitere gute Botschaften konnten die Gouverneure vom Roten Meer und Südsinai verkünden. Die Infrastruktur wurde ausgebaut, neue Umweltinitiativen gestartet, wie Solarenergie und Meeresschutz sowie sogenannte Green Cities. Sharm el-Sheikh ist als Konferenzstadt bezeichnet worden. Insgesamt verkündet man weitere höhere Bettenanzahlen für die Regionen. Dies und noch mehr sind äußerst positive Signale in Richtung der deutschen Reiseveranstalter und Airlines, die bereits schon reagieren. So steigert Germania die Flugkapazitäten und auch neue Airlines wie Azur Air kündigen neue Flüge nach Hurghada an. Die Hoteliers freuen sich über die positive Stimmung auf der Messe. Natürlich, ich weiß, dass Deutschland wieder sehr positiv ist. Natürlich, es braucht seine Zeit, aber wir wissen, dass viele Flüge wieder kommen, anfangs Januar, Februar und im Juni und im Herbst. Also das wird wieder helfen. Und auch die Reisebüros stehen in den Startlöchern. Die Buchungszahlen steigen langsam hoch. Also wir haben auch Anfragen für Silvester und Weihnachten sogar. Also das merkt man einfach. Die Kunden haben sehr großes Interesse an Ägypten wieder und wir hoffen, dass es richtig so weitergeht und alles so stabil bleibt.